Hey Leute, hier sind wir auch noch und da bin ich von den Two Epic Buddies und heute gibt's was ganz Spezielles und zwar seht ihr es wahrscheinlich schon am Hintergrund, was ganz anderes und zwar der Map Editor von Black Ops 3 ist veröffentlicht worden, also die Leute, die Zugriff drauf haben, dürfen jetzt Videos darüber machen und wir haben da zwei Leute gefragt, die davon schon was gemacht haben. Ihr könnt natürlich in die Beschreibung schauen und bei denen selber vorbeischauen, machen richtig geiles Zeug derzeit zum Map Editor. Und Leute, ich finde so genial, wie da teilweise schon einfach so kleine Maps zum Testen gemacht wurden. Unglaublich. Und es sieht auch richtig geil aus. Und ja, Benny, was hältst du davon? Ja, ihr seht selbst, Leute, im Hintergrund, wie fresh das Ganze aussieht und was man da wirklich alles machen kann. Es gab auch schon Leute, die versucht haben, ältere Call of Duty Maps direkt quasi in Black Ops 3 zu importieren, was auch richtig geil ist. Das heißt, es wird auf jeden Fall Maps wie Raid, Firing Range und keine Ahnung, die ganzen geilen Maps, die es in den älteren Call of Duties gab, die kann man jetzt alle dann in Black Ops 3 einfach ja reinmachen. Und ich finde es einfach auch richtig geil. Ihr seht selbst im Hintergrund den Map-Editor, wie der so funktioniert, was man da alles machen kann und wie geil der funktioniert. Und ja, ich bin richtig gehypt, mal die alten Maps zu zocken. Und ja, auf jeden Fall richtig nice. Ja, im Hintergrund seht ihr übrigens einmal so einen, der einfach selber eine kleine Map bastelt, die auch übelst fresh aussieht. Es ist nicht eine Map zum Spielen gewesen, sondern einfach zum Testen vom Map-Editor, weil es ist ja derzeit eine Testphase und da sollen alle Bugs vom Map-Editor gefixt werden, was halt so geht. Und ja, wir können auch noch dazu sagen, die Mod-Tools sind derzeit noch nicht öffentlich, also die werden noch nicht getestet bis jetzt. Wirklich nur der Map-Editor und ein paar Tools dafür. Und den anderen Clip, den ihr seht, das ist was richtig interessant eigentlich ist. Und zwar zeigt er da die Map Combine im Hintergrund und wie er von der Map Combine einfach mal ein paar Sachen verschiebt, was eigentlich rein theoretisch gehen würde. Das heißt, man könnte eigentlich die Map nehmen und die komplett verändern und das als neue Map betrachten dann. Also neue Laufwege dazu packen oder was auch immer oder Laufwege wegpacken und lauter so ein Zeug. Also eigentlich richtig geil. Ja, man kann schon mal echt sagen, dass der Map-Editor richtig geil ist. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er wirklich so geil wird, dass man wirklich alles Mögliche machen kann. Man kann auch wirklich eigene Texturen und so weiter reinmachen. Das heißt, man kann nicht nur vorgefertigte Sachen machen, sondern auch wirklich ganz eigene Objekte quasi generieren. Und das ist auch schon mal richtig nice. Ich bin dann auch wirklich gespannt, wie die eigentlichen Mod-Tools funktionieren, also die dann quasi das Spiel verändern. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze auch genauso geil wird wie der Map-Editor dann im Endeffekt, weil ich wünsche mir einfach unbedingt irgendwie, keine Ahnung, ältere Waffen von älteren Call of Duties wieder reinpatchen, die Spezialisten rausmachen, Double Jumps rausmachen, also dieses Rumgehüpfe, dass man wirklich wieder dieses richtige Oldschool-Feeling hat. Da habe ich richtig Bock drauf und ja, wenn das auch so geil wird, man, da habe ich richtig Bock drauf. Der Map-Editor sieht ja schon mal Hammer aus. Ja, wir haben uns überlegt, so, wenn der Map-Editor wirklich für alle öffentlich ist, machen wir gleich das erste Duell, Hauptner vs. Benny, Haare-Glitch-Duell. Ihr kennt bestimmt auf Raid hinter dem Stein den Haare-Glitch da. Wir machen einfach auf beiden Seiten nur die Steine hin. Wir stellen uns dahinter und können uns nur links, rechts bewegen und machen Haare-Glitch-Duell. Das wird das erste sein, was wir machen, ja, wenn wir den Map-Editor benutzen können. Oh Mann, ich freue mich schon so dermaßen hart darauf, weil wir rein theoretisch richtig geile Maps für uns selber machen können, wenn wir irgendein Duell haben oder wenn wir irgendwas Spezielles machen, genauso wie mit den Mod-Tools. Also, ich glaube, wenn das wirklich alles öffentlich wird, wird's eine Hammerzeit, Mann. Auf jeden Fall, und wie gesagt, Leute, wir können da so richtig geile Scheiße machen, speziell auch Hobner vs. Benny oder wirklich eigene Maps, dass ihr dann auf Server raufpacken könnt, wo ihr dann gemeinsam mit uns spielen könnt oder so. Da kann man dann wirklich alles Mögliche machen. Das ist auch so eine Sache. Wir werden also dann, also weil diese Mod-Tools hier kommen, auch eigene Server bekommen, auf denen wir dann quasi Black Ops 3 hosten können und das wird auch richtig geil, da kann man dann auch wirklich alles Mögliche machen und da freue ich mich schon drauf und ja, ich könnte mir da so richtig besondere Hobner vs. Benny Maps auch vorstellen, wo irgendwie die Map vielleicht in zwei Bereiche unterteilt ist. Eine Seite hat Hobner gemacht, die andere ich. Auf der einen Seite sind nur diese Nuketown Autos, also die Headgage Autos, da sitzt Hobner immer und auf der anderen Seite so automatische Geschütze mit Granatwerfer und so, das habe natürlich ich dann gemacht. Ja. Oh Mann. Was ich noch richtig geil finden würde, einfach so eine, was richtig übertrieben ist, ein Server 32 gegen 32 und dann eine fette Battlefield-Map. Oh ja, so ist auch richtig geil. Übertriebener Fight einfach mit so einer richtig großen Map mit richtig vielen Spielern. Das wäre mal geil in COD. Das wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Damals zu COD 4 Zeiten gab es sowas, aber im neuen COD, ja, das, ich kann mir das richtig geil vorstellen.
Oder noch eine coole Idee, darüber haben wir gestern schon mal gesprochen mit ein paar anderen Leuten, dass wir mit ein paar Kollegen, mit denen wir auf Tests immer chillen, so eine Call of Duty Map machen, die einfach alle Klassiker von allen älteren Call of Duties drin hat. Zum Beispiel, der Haare Glitch von Raid, also eine Map machen, wo du einfach den Haare Glitch reinmachst, dann machst du noch diese Rampe von Carrier rein oder dieses Yemen Camperhaus. Ihr wisst alle, diese ganzen Klassiker, die es in den ganzen Call of Duty Maps immer gibt. No. Einfach eine Map machen, wo man alles kombiniert und was dann einfach der Todesabfuck ist halt, weil jeder spielt nur diese räudigen Spots. Ich kenne wirklich Leute, die Black Ops 2 Carrier gezockt haben, immer 5 Leute auf der Rampe oben am Snipen, Mann. Immer. So. Da lässt sich auf jeden Fall was richtig Geiles machen und wird auf jeden Fall nice. Ja, ich bin auch gespannt, was jetzt in nächster Zeit noch von den Leuten kommt, die Map-Tools verwenden dürfen, weil ich habe so gehört, die dürfen das dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch streamen. Das mit den Map-Tools, also da bin ich echt gespannt, wie das Ganze aussieht, wie man das dann selber betrachten kann und alles. Was also, mich auch noch interessiert ist, ob es vielleicht interaktive Map-Elemente gibt, die man reinmachen kann, das wäre auch cool. Zumindest war das ja ein Feature in Ghost, das ja berühmt war quasi. Ich glaube, mit Hilfe von den Mod-Tools wird es auf jeden Fall möglich, dass man das machen kann. Also, ich glaube, da kommt geiles Zeug. Ja. Da wird so geiles Zeug kommen von den Leuten, die Maps machen. Die werden dann wahrscheinlich sogar eigene Zombie-Maps machen können, also Custom-Zombie-Maps oder Singleplayer-Kampagnen wird man, glaube ich, auch machen können, also ich glaube, das wird krass. Ich hätte auch Bock auf so eine richtig fette Troll-Map einfach, wo so random Events einfach passieren. Du läufst auf so einem ganz kleinen Weg und dann fährt auf einmal irgend so ein Balken raus, der dich runterboxt von dem Weg und du gehst einfach down. Wäre ein bisschen Abfuck, aber ganz witzig. Naja, das war's im Grunde zu den Mod-Tools, beziehungsweise Mapping-Tools einfach. Das ist nur der Map-Editor bis heute gewesen. Mod-Tools weiß noch keiner was davon, weil viele immer darüber reden, Mod-Tools sind endlich da für Black Ops 3, obwohl es nur der Map-Editor ist. Aber egal. Ja, Benni, ich würde sagen, hast du noch was? Nee, das war's, Leute. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Ganze so fandet. Ihr habt auch einiges davon jetzt wirklich live quasi im Hintergrund gesehen, wie das Ganze aussieht. Ich bin der Meinung, sieht richtig fresh aus. Ich freue mich, wenn das Ganze dann für alle zur Verfügung ist. Kommt hoffentlich bald. Und ja, ansonsten Like-Button abspritzen nicht vergessen. Haut rein, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao. Ciao.